Hallo, meine lieben Freunde der analogen Unterhaltung. Letztes Wochenende vor der Berlin Brettspielcon 2024. Jetzt wird's aber Zeit. Ich soll noch kurz eine Sache sagen, bevor ich hier zu meiner Rezension komme. Schönen Grüßen vom Flohmarkt-Team. Am Sonntag wird sozusagen der Flohmarkt offline genommen. Das heißt, ab da kann man nicht mehr irgendwelche Preise ändern, Sachen ändern, von Sachen, die schon eingestellt wurden. Das soll ich nochmal hier kurz sagen. Aber jetzt geht's los hier mit einer schönen dicken Schachtel. La Granja. La Granja. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Deluxe-Ausgabe. Ja, sehr, sehr schönes Ding. Deluxe-Ausgabe hier gemacht von Board and Dice. Giant Rock hat es auf Deutsch gemacht. Und das Ganze ist ein Experten-Eurogame, 1 bis 4 Spieler, 90 bis 120 Minuten. Wobei man heutzutage schon fast sagen könnte, es ist gar nicht so ein komplexer, super komplexer Euro-Experte. Es ist noch ein Experte, aber. Es gibt inzwischen natürlich schon deutlich heftigere Bretter. Naja, wir wachsen mit unseren Aufgaben, würde ich sagen. Und Lacrania, das ist eben das Schöne daran. Deshalb habe ich mich auch wirklich gefreut, hier die Deluxe-Ausgabe mir anschauen zu dürfen. Ist noch ein schwarzes Loch gewesen bei mir. Weil das originale Lacrania ist irgendwie damals noch so ein bisschen an mir vorbeigewitscht, wie es manchmal so ist. Zu der Zeit habe ich, glaube ich, oder haben wir auch einfach noch nicht alles gemacht. Ja gut, mache jetzt nicht alles, ja, aber ja, da noch weniger. Und genau, und das war so ein bisschen so ein Titel, der war nicht so im Fokus. Aber ich habe immer gedacht, ich müsste mal Lacrania machen. Und jetzt habe ich diese wunderschöne Deluxe-Ausgabe. Das ist natürlich eine tolle Gelegenheit. Was ist die Deluxe-Ausgabe? Sie ist vor allem ein Bundle aus ganz vielen noch Modulerweiterungen, zu denen ich tatsächlich jetzt nicht so viel sagen kann, weil ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich jetzt erstmal aufs Grundspiel konzentriert und die nicht getestet, aber nur damit ihr wisst, was ist überhaupt die Deluxe-Ausgabe. Gibt natürlich noch eine tolle, einen tollen Solo-Modus auch noch hier von David Tucci, John Albertson zusammen mit Ode. Übrigens natürlich das Spiel selber, natürlich von Ode und Mike. Und es war insofern auch interessant für mich zu sehen, weil ich ja jetzt erst vor kurzem das neue Ode und Mike-Spiel quasi gespielt und rezensiert hatte letztes Jahr, Planta Nubo. Und es ist eben jetzt schön interessant zu sehen, wo kommen die eigentlich her, die beiden so richtig? Auch wenn ich jetzt nicht ganz genau im Bilde bin, aber ich glaube, Lacrania war so der erste größere Titel von den beiden oder erfolgreichere, der jetzt in größere Kreise gezogen hat. Und ja, das ist ganz interessant. Auch finde ich interessant als Vergleich so vor kurzem jetzt eben Bierpioniere hatte ich ja rezensiert. Da steckt auch was drin hier von Lagrania, nämlich dieser Kartenmechanismus. Hat auch der Thomas Spitzer da sich bedankt bei Ode und Mike, dass er da was übernehmen konnte, so von der Idee her, wie man Karten benutzen kann in verschiedenen Funktionen und die so anlegen kann an so ein Tableau. Ist auch wirklich ein toller Mechanismus, wie ich finde. Ja. Genug der Vorrede, interessantes Spiel. Wir gucken mal kurz rein. Ich erkläre euch so, wie ich es immer so mache, jetzt hier so die groben Linien dieses Spiels, damit ihr schneller in die Regel reinkommt und vor allem auch, wenn ihr das Spiel nicht kennt, einfach grundsätzlich wisst, worüber rede ich hier überhaupt, was ist das für ein Spiel. Also, wenn ihr es gar nicht kennt, schaut es euch jetzt noch kurz an. Ansonsten könnt ihr gerne gleich zum Fazit skippen und nicht vergessen, vorher vielleicht den Abo-Knopf drücken. Würde mich natürlich freuen, wenn ich hier ein Abo da lasse. In diesem Sinne, bis sehen wir uns. Bis gleich. Ihr seht ja Lacrania in der Übersicht. Wir haben einen großen Spielplan. Jeder hat hier so ein Tableau. Das zeige ich euch natürlich auch gleich nochmal ein bisschen näher. Wir spielen 6 Runden. Die Runden sind hier durch diese Dachplättchen dargestellt. In jeder Runde können wir ein Dachplättchen erwerben, wobei wir tatsächlich auf unserem Dach nur 5 Plätze haben. Also wir haben 6 Runden, aber sozusagen fast in jeder Runde wollen wir ein Dachplättchen erwerben, wenn es geht. Weil die eben auch coole Boni geben, wobei es hier natürlich auch ein bisschen um die Spielreihenfolge wieder geht, überhaupt die Spielreihenfolge hier in diesem Spiel relativ wichtig. Und ja, wir spielen die 6 Runden durch und am Ende gewinnt natürlich der mit den meisten Siegpunkten. Die werden hier so als Chips dargestellt. Was machen wir hier? Grob gesagt, bauen wir unseren Hof aus, da können wir weitere Anbauflächen anlegen, wo wir sozusagen dann neue Früchte auf unserem Feld ziehen können. Wir können den Hof an sich ausbauen, um zum Beispiel auch mehr Schweine halten zu können. Wir können Gehilfen anstellen, das ist hier unten. Und wir können hier so Marktkarren anlegen. Damit mit diesen Marktkarren, wie so Aufträge, die können wir benutzen,
um auch Siegpunkte und andere Sachen zu bekommen. Ansonsten versuchen wir hier diese Gebäude hier zu beliefern, die eben unterschiedliche Sachen wollen. Ihr seht, drei von den Gebäuden sind noch so gesperrt am Anfang des Spiels. Die werden dann entsperrt während des Spiels und wenn man es hier schafft, ein Gebäude vollständig zu beliefern, dann kriegt man auch so einen Bonus. Der ist, da kriegt man sofort Bonus und da ist auch ein dauerhafter Bonus dabei, unterschiedlich. Das ist durchaus auch ein strategisches Punkt, was ich da wann mache. Jedes Gebäude kann aber von jedem Spieler auch nur einmal beliefert werden. Ansonsten haben wir mechanisch hier, so seht ihr hier, so einen relativ einfachen Würfelauswahlmechanismus. Jeder Spieler wird zwei Würfel nachher in einer Runde nehmen und dann entsprechend das hier bekommen. Das sind einfach so Ernteerträge. Also hier kriegt man einfach ein Schwein, hier kriegt man bestimmte Früchte oder eine Karte. Hier kriegt man solche Felder hier auf dieser Siesta-Leiste. Das ist im Prinzip nachher einfach die Startspielerleiste. Wer da ganz oben ist, wird dann Startspieler. Ja, ist eigentlich relativ einfach. Man hat hier zwei Felder, wo man hier diese Würfel dann hinlegen kann. Und dann macht man das einfach. Aber es gibt noch ein paar andere Phasen, da gehen wir gleich nochmal durch, wenn ich euch das Tableau zeige. Wenn wir unsere besonderen Marktkarrenaufträge erfüllen, dann wiederum können wir uns hier auf dem Marktplatz in der Mitte platzieren mit unseren Markern, je nachdem, was unser Marktkarren für einen Wert hat. Und dieses Area Control Spiel, bei dem wir auch dann andere, die hier auch noch liegen, aber vielleicht auf niedrigeren Feldern sind, wieder entfernen können, ja, das ist auch ein ganz interessantes Element, mit dem wir dann auch noch in den Wertungen zusätzliche Punkte machen können. Für den Spielablauf ist aber einfacher, wir gucken uns jetzt hier erstmal das Tableau an. Wir starten mit vier Karten und einer Handelsware. Diese Marker, wenn sie hier auf dem Tableau sind, können einfach bestimmte Waren darstellen. Das wäre jetzt hier so eine Handelsware. Wenn ich jetzt hier einen Marker hier hätte, wäre das ein Getreide. Also so funktioniert das. Wenn es hier wäre, wäre es ein Fleisch. An dem Stern seht ihr, das ist schon ein verbessertes Produkt, quasi aus einem Schwein kann ich ein Stück Fleisch machen. Jederzeit kann ich außerdem bestimmte Sachen machen, zum Beispiel kann ich diese Handelsware umtauschen in alle möglichen Sachen. Ich kann einfach so Waren kaufen oder verkaufen, das sind immer die Preise, also mit Geld kann ich sozusagen letztlich hier mir auch alles Mögliche zusammenkaufen. Ich kann mit Geld außerdem auch noch Waren aufwerten, hier, das sieht man an diesen Pfeilen, ja, hier aus Weintrauben könnte ich jetzt für 3 Geld einfach einen Wein machen. Das kann ich tatsächlich jederzeit machen. Und los geht's immer, dass wir eine Karte spielen können, die wir haben, und dann ziehen wir wieder auf unser Handkartenlimit. Die Karten sind so ein bisschen das Besondere an La Granja und deswegen erkläre ich euch das kurz, weil sie haben vier Möglichkeiten, wie ich eine Karte spielen kann. Ich kann eine Karte spielen hier als Anbaufläche und ihr seht, jetzt habe ich hier so ein Getreidefeld und in der Ernte, also in der Wachstumsphase würde jetzt hier ein Getreide wachsen. Übrigens sieht man natürlich auch schön hier in der Deluxe-Ausgabe alles hier so dreifach Pappe, ne, wenn man das hier umdreht, seht ihr hier, gibt es schön die Aussparungen für die Karten, um sie da so hinzulegen. Das ist natürlich wirklich schön gemacht. Zweite Möglichkeit ist, ich kann sie als Marktkarren spielen, dann wird sie hier oben hingeschoben. Jetzt habe ich mir quasi so eine Art Auftrag hier hingelegt. Wenn ich jetzt später liefere und hier zwei Silbermünzen und ein Schwein abliefere, dann habe ich den Auftrag geschafft, dann würde ich hier ein Handelsgut bekommen und ich könnte auf eine Zahl 3 auf dem Marktplatz einen Marker setzen. Je höher die Zahl, desto besser. Dazu komme ich aber nochmal im Einzelnen. Dann könnte ich es hier als Hofausbau spielen. Was bringt mir das? Das bringt mir zum Beispiel Einkommen. Hier sieht man, hier würde ich jetzt einfach ein Geldeinkommen bekommen. Ich habe eine zusätzliche Karte, die ich bekomme. Und ich könnte nochmal ein Geld extra bezahlen, um eine extra Lieferung zu machen. Das habe ich ja schon aufgedruckt, jetzt könnte ich es zweimal machen. Es ist immer unterschiedlich, je nachdem, was man für eine Karte hat, ist sozusagen auf den einen Sachen auch unterschiedliche Sachen drauf. Hier zum Beispiel wäre ein zusätzlicher Schweinestall drauf. 2 habe ich aufgedruckt, da könnte 2 Schweine halten. Aber wenn ich mindestens 2 Schweine habe, würde ich in der Erntephase auch noch ein drittes kriegen. Dazu bräuchte ich allerdings natürlich auch überhaupt Platz dafür, wie man es eben bei diesen Spielen so kennt. Und die letzte und vielleicht auch coolste Möglichkeit ist hier
es so zu spielen, hier so für Aushilfen. Hier zum Beispiel hätte ich die Schauspielerin. Durchsucht den Abwurfstapel nach einer Karte in der Wahl, wirft die Schauspielerin ab und wähle die gewählte Hand als Hilfskraft auf. Okay, das würde sich dann gleich wieder erledigen, aber dadurch kannst du den ganzen halt Abwurfstapel durchsuchen. Das ist ja auch cool. Ja, oder hier das Gewohnheitstier. Na, jede Karte hat hier einen anderen Effekt. Das ist natürlich schon ganz cool. So kann ich natürlich mir wirklich überlegen, welche Hilfskräfte hole ich hier und wie kann ich sozusagen hier meine Farm ganz anders aufstellen, auch asymmetrisch zu meinen Mitspielern. Ja, und das ist die erste Phase. Wie gesagt, wir spielen eine Karte, egal wo, ja, ziehen wieder auf die Handkarten nach, dann würden wir Einkommen kriegen. Am Anfang kriegen wir eigentlich gar kein Einkommen, wenn wir hier nicht eine Karte gespielt haben. Erst später, wenn wir hier zum Beispiel diese Plättchen hier bekommen, seht ihr, dass wir jetzt auch noch hier würde ich immer eine Handelsware kriegen und so weiter, dass wir hier noch, ah, das ist nicht das Richtige, Entschuldigung, hier, ja, hier würde ich eins von diesen Waren noch bekommen, hier würde ich Geld bekommen, wenn ich diese Plättchen hätte. Das ist dann alles in der Einkommensphase. Direkt danach kommt dann diese Wachstumsphase. Das heißt, wenn ich Felder habe und wenn ich Schweine habe, dann kriege ich jetzt eben zusätzliche, dann vermehren die sich. Ne, oder ich würde hier einfach, dann wächst einfach was auf meinen Feldern. Ja, und das habe ich dann hier. Das ist natürlich dann erstmal einfach nur hier. Das kann ich natürlich liefern oder ich kann es veredeln, je nachdem. Dann kommt die eigentliche Aktionsphase. Jetzt werden die Würfel genommen, natürlich in Spielreihenfolge. Ich kriege das, was ich bekomme. Wichtig ist, dass man zwei Würfel nimmt. Jeder Spieler nimmt zwei Würfel und dann bleibt ein Würfel übrig. Und dieser Würfel, der macht dann jeder Spieler, macht dann diesen Würfel. Also wir haben 9 Würfel bei 4 Spielern, bleibt immer einer übrig. Dann kommen wir schon zur Lieferphase und jetzt kommen hier diese Lieferplättchen ins Spiel. Wir haben 4 Lieferplättchen, alle das gleiche Set. Eins mit einem Esel und 3 Siestas, dann 2 Esel, dann 3 Esel, am Schluss 4 Esel. Und wir können uns jetzt sozusagen eins geheim aussuchen und wird dann gleichzeitig aufgedeckt, weil es ist ein bisschen wichtig zu gucken, was machen die anderen. Und dann wird es ausgeführt. Siesta-Schritt ist einfach auf dieser Leiste hier, geht man nach oben, ist dann natürlich eher Startspieler. Ja? Und dann darf ich 2 Lieferungen machen. Liefern kann ich eben entweder auf Gebäude oder, wenn ich es habe, auf eben solche Karten. Eine Lieferung ist immer eine Ware irgendwo hin tun. Jetzt habe ich hier nichts, aber ich hätte jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Geld hätte, dann könnte ich quasi 2 Geld ausgeben mit diesem Plättchen und hier 2 mal hier hinliefern. Es gibt aber natürlich auch ein Gebäude, was Geld will. Also da muss ich halt überlegen, was ich machen möchte. Ich kann auch immer eben ein Geld bezahlen, um noch ein weiteres zu liefern. Oder wenn ich hier noch mehr habe, könnte ich eben noch mehr liefern. Dann kommt einfach nur noch die Wertungsphase. Da gibt es Punkte für diesen Marktplatz. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Es gibt Punkte auf der Siesta-Leiste. Dann wird die Siesta-Leiste einfach auf 0 gesetzt. Natürlich, nachdem neue Spielreihenfolge festgelegt wurde. Und es werden neue Dachplättchen aufgedeckt. Ja, wenn ich eben so ein Dachplättchen gekauft habe, dann wird das hier so hingelegt. Und ich kriege natürlich auch Siegpunkte, wenn ich das hier überbaue. Wichtig ist noch, dass wenn ihr Hofausbauten macht, das steht hier oben, dass das auch was kostet, ist nicht umsonst. Das ist das Einzige, was hier was kostet. Eine Karte kostet einen beliebigen Rohstoff. Die zweite Hofausbau kostet dann 2 unterschiedliche, die dritte 3 unterschiedliche und so weiter. Also das wird immer ein bisschen teurer. Denn hier jetzt nochmal zur Verdeutlichung, wie das mit dem Markt funktioniert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Marktkarren erfülle hier mit dem Wert 4, dann könnte ich hier ein Vierer hinlegen. Wenn jetzt aber mein Mitspieler vielleicht einen Karren mit dem Wert 5 belegt, dann kann er alle entfernen, die da benachbart sind und niedriger. Das heißt, das würde er einfach wieder entfernen und würde dafür auch noch einen Siegpunkt bekommen. Wenn ich natürlich den Sechser hier belegt hätte, dann würde der stehen bleiben. Und am Ende jeder Runde bekommt man halt einen Siegpunkt pro Marker hier auf dem Marktplatz. Das heißt, es ist durchaus, kann hier durchaus kriegsentscheidend sein, ob man hier entfernt wird oder nicht. Ist natürlich manchmal auch so ein bisschen so eine Kingmaker-Situation, aber auf jeden Fall sehr schön interaktiv. Ansonsten kann man einfach nochmal sehen, wenn man hier jetzt so einen Marktplatz hier vollständig beliefert hat, dann ist es einfach so, dass man hier einen Marker hier lässt. Das zeigt an, das habe ich schon beliefert. Dann bekomme ich eben dieses Plättchen hier als Belohnung. Ich kann hier nicht nochmal liefern. Und dann, wenn ich sozusagen der Erste war, darf ich als erstes wieder ein gesperrtes hier entfernen.
kriegt den Siegpunkt und jetzt ist plötzlich dieses Gebäude hier auch noch belieferbar. Ja, und das waren im Prinzip schon die ganzen Regeln von Lagrania. Der Rest ist einfach nur noch verschiedene Regeln der Hilfskräfte, die aber gut erklärt sind. Auch schöne kompakte Schlusswertung. Man verkauft einfach alle Ressourcen, die man noch hat und dann tauscht man 5 zu 1 mit seinem Geld und wer dann noch die meisten Siegpunktchips hat, der hat einfach gewonnen. Die Deluxe-Version bietet euch dann noch 12 verschiedene Module, alle hier so in einem extra Heft. Hier, ne, dazwischen, löchrige Dächer, quirlige Stadt und so weiter. Alle gut erklärt, teilweise auch mit extra Material. Man sieht es hier, gerade quirlige Stadt ist schön. Es gibt dann neue Marktgebäudekarten und auch wirklich Marktgebäudemarker, die dann wirklich auch so auf den Markt gelegt werden, ja, wo man die dann auch aktivieren kann. Also wirklich für Lagrania-Experten hier sehr, sehr viel geboten. Manchmal sind es auch nur kleine Erweiterungen. Aber also da habt ihr sehr, sehr viel Varianz. Ja, wie hat mir jetzt Lagrania gefallen? Zunächst einmal ist es immer wieder überraschend, wenn man sozusagen so verzögert so ein Spiel spielt, weil ich erinnere mich noch genau, wie ich damals sozusagen über Lagrania so gedacht habe. Da hat man so gedacht, das ist so Experte plus total crazy Ding, so ein bisschen, ja. Aber damals, ich erinnere mich auch noch, damals war natürlich auch ein Terra Mystica für uns so voll das Expertenspiel. Und natürlich, klar, im Vergleich zu Terra Mystica ist Lagrania auf jeden Fall ein komplizierter Experte, aber eben im Vergleich zu den heutigen komplizierten Expertenspielen ist Lagrania eigentlich relativ übersichtlich, was ich jetzt nicht negativ meine, sondern im Gegenteil, es ist sozusagen einfach nur witzig, wie sich sozusagen dieser Blick auf Spiele sozusagen auch verändert und jetzt, wo ich es gespielt habe mit der Verzögerung, fand ich es quasi überraschend einfach. Vielleicht da liegt es natürlich auch daran, dass man eben jetzt viele Sachen dann eben auch wiedererkannt hat, wie gesagt, ne, der Kartenmechanismus kann jetzt schon als Bierpioniere und andere Sachen finde ich, also man merkt auf jeden Fall, was ich auch schön finde, man merkt irgendwie den Spieleautoren-Stil hier von Mike und Ode auch ganz schön in Lagrania. Auch wenn Plantanubo, das neueste Spiel von ihnen, doch ganz andere Mechanismen hat, das Spielgefühl, wie sie so ein Expertenspiel einfach designen und so, das hat schon irgendwie was davon. Irgendwie kann ich es nicht anders beschreiben. Ich kann es gar nicht so recht festmachen, weil es doch sehr unterschiedlich ist, aber ich fühlte mich auf jeden Fall wirklich in einem Mike und Ode Spiel und das ist ja prinzipiell auf jeden Fall schon mal echt eine schöne Geschichte. Ganz grundsätzlich ist es wirklich ein schönes Aufbau, Ernte, Pickup and Delivery plus auch noch eine Prise Area Control Spiel. Witzigerweise fühlte ich mich bei diesem Marktplatz in der Mitte, wo es ja darum geht, wie positionieren wir uns da und wo wir uns auch wieder vertreiben können und so, wenn wir die Lieferung machen. So ein bisschen, finde ich, hat das was von Mombasa. Ja, wo ja auch dieses Area Control in der Mitte der Map so, ne, so eine wichtige Rolle spielt. Es ist jetzt nicht genau gleich, weil bei Mombasa wiederum haben wir ja diese ganz anderen Mechanismen drin, mit den Karten und mit den Anteilen, das hier nicht so. Aber, ne, diese Kombination mit dem Area Control in der Mitte, denn, wo wir sozusagen uns da so auch ausbreiten und so, das hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Außerdem ist natürlich auch eine Prise Rosenberg irgendwie drin, auch wenn er hier gar nicht mitgearbeitet hat, ja. Aber irgendwo natürlich mit der ganzen Geschichte, also so, Lagrania ist natürlich sicherlich auch so ein geistiges, fortgeschriebenes Kind, auch so sicherlich von solchen Spielen eben wie Agricola, ne? Das ist natürlich hier drin mit der Vermehrungsmechanismus, mit den Feldern, die wir da bauen können, mit den Erntemechanismen aufwerten und so weiter. Das ist alles ganz schön, aber es hat eigentlich eben ein sehr einfachen und gar nicht so expertigen Grundmechanismus, muss man einfach mal festhalten, nämlich dieser Würfelmechanismus, dass wir da einfach diese Aktion, dass wir einfach diese zwei Würfelaktionen haben, dass wir da auch ein bisschen diesen Glücksfaktor letztlich auch drin haben. Was wird da gewürfelt, welche Aktionen stehen wie, wann, wie, wo zur Verfügung. Das ist eigentlich wirklich simpel im Kern, ja. Aber es ist eben schön, wie Lagrania es schafft hier, dass man eben viele Möglichkeiten hat, gerade mit den Karten, gerade mit diesen Gehilfen, die dann diese Spezialfähigkeiten einem bieten, die einem auch die Möglichkeit bieten, zum Beispiel auch gerade diese Sache mit den Würfeln auch zu manipulieren, da andere Möglichkeiten zu gewinnen. Das ist wirklich ganz schön. Und es hat eben
wirklich als, wie ich finde, einen schönen interaktiven Anteil. Das ist eben kein solitäres Spiel, sondern wir haben dieses Area Control, wir haben natürlich auch, wir konkurrieren natürlich auch um diese Plättchen, um wer da zuerst so ein Handwerksgebäude vollständig beliefert. Und wir konkurrieren ganz stark auch um die Spielreihenfolge, die hier wirklich auch eine wichtige Rolle spielt. Also, da steckt einfach wirklich viel drin. Und ich muss einfach sagen, ich finde, Lagrania ist so ein gutes Spiel, das hat diese Deluxe-Ausgabe auf jeden Fall verdient. Und es ist schön, dass es sie gibt. Ob man jetzt diese ganzen Module braucht, sei dahingestellt. Das ist immer so ein bisschen die Frage, finde ich persönlich. Wie oft spielt man dieses Spiel? Spielt man Lagrania wirklich so oft, dass man diese Module braucht? Aber genau das Gleiche kann man natürlich auch solchen Spielen wie Agricola vorwerfen. Was heißt vorwerfen? Oder muss ich halt bewusst machen? Brauche ich wirklich die große Agricola-Box mit diesen 1000 Erweiterungen? Wenn ich natürlich wirklich immer wieder Agricola spiele oder immer wieder Lagrania spiele, dann ist es toll, dass ich diese Module habe. Ich habe sie mir auch durchgelesen, ja, und finde die alle auch, manche sind ein bisschen weniger interessant, aber viele sind auch wirklich gehaltvoll, haben viel neues Material, bieten mehr Interaktion, andere Sachen. Also da steckt definitiv eine Menge Abwechslung drin und das ist prinzipiell gut, gerade weil das Spiel ja nicht überkomplex ist. Also ich muss wirklich sagen, ich als normaler jetzt gestählter Expertenspieler, und das ist nach wie vor die Zielgruppe von so einem Spiel, ist es eigentlich ganz geil mit der Deluxe-Ausgabe, weil man eben aus meiner Sicht als geübter Expertenspieler hier eine Partie machen kann, Grundspiel, und dann kann man eigentlich schon mit den Modulen anfangen. Ja? Und dann kann man einfach jede Partie ein anderes Modul spielen und hat immer, hat immer sozusagen eine schöne Abwechslung. Und das ist halt wirklich richtig, richtig cool. Ja. Und ansonsten, Material ist prima, ja, ist gut gealtert, finde ich. Was soll ich sagen? Das ist einfach Kaufenliste für alle, die eben so ein Spiel mögen. Persönlich muss ich sagen, das ist ganz lustig. Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, was wäre bei mir jetzt das bessere Spiel, Lagrania oder Plantanubo? Und da muss ich aber tatsächlich doch sagen, was ich aber auch, glaube ich, cool finde. Plantanubo gefällt mir doch tatsächlich einen Tick besser als Lagrania. Ja, es ist irgendwie natürlich dann doch das modernere Spiel, das anspruchsvollere Spiel natürlich auch. Ne? Klar, da macht es natürlich bei mir sowieso auch ein paar Punkte gut. Ja, aber das ist doch schon cool. Also, ich finde, Mike und Ode haben da echt auch eine gute Entwicklung gemacht. Ja, also, die Spiele werden immer besser. Plantanubo, ich finde es ein bisschen schade. Ich finde, es ist ein bisschen untergegangen im Jahrgang. Aber aus meiner Sicht hat sich's eigentlich gut gehalten im Vergleich zu anderen Spielen. Also Bierpioniere hat es ein bisschen links überholt bei mir, das stimmt. Ja, also es ist jetzt kein Prädikat Plantanubo, aber es kommt wirklich knapp dahinter für den Jahrgang im Expertenbereich. Und von daher, also wenn ihr Plantanubo schon habt und es gut findet und noch kein Lagrania habt, dann ist sicherlich diese Deluxe-Ausgabe, wenn ihr mal ein Deluxe-Geschenk oder euch selber beschenken wollt, eine schöne Geschichte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns hoffentlich auf der BerlinCon, würde ich mich sehr freuen. Leider, The Game Builders, also das so heißen ja Mike und Ode jetzt mit ihrem eigenen kleinen Verlag, werden es nicht schaffen auf die BerlinCon, aber natürlich wird Giant Rock da sein und von daher, ja, könnt ihr sicherlich vielleicht auch ein Lagrania da abgreifen. Mal schauen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie das im Angebot haben. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao.